sollte ich das nicht, wie du mir jetzt hier einfach mein Herz brichst. Merry Christmas, sprichst du mir auf mein Handy und ich frag mich, was soll das letztendlich? Jetzt weiß ich erst, was ich für dich bin und weiter zu trauern macht echt keinen Sinn. Letzte Weihnacht ist ein Jahr her, ich gab dir mein Herz, jetzt willst du's nicht mehr. Schön, immer wieder schön. Das danke. Immer wieder schön. Und schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Was war das für ein Jahr für dich, Vanessa? Ne? Ja. Also ein tolles Verrückt. Album, Platz 1 in den Charts. Ach, ich könnte so viel aufzählen, aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass du Platz 1 im Herzen deines inzwischen Ehemanns Andreas hast. Ne? Im Juni dieses Jahres war die Hochzeit. Mhm. Ihr seid quasi noch in den Flitterwochen und freut euch aufs erste Weihnachtsfest als Ehepaar. Dieses Jahr. Ja, das stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, also die ganzen Erfolge, das ist wahnsinnig schön. Aber es klingt kitschig, aber ich meine es wirklich von Herzen. Das Schönste ist eigentlich, dass ich die Menschen berühren kann mit dem, was ich mache. Und das macht mich unheimlich stolz und unheimlich glücklich. Deswegen. Ja, das spüren die. Und deswegen hat das auch alles so gut geklappt. Ich hoffe. Ja. Kommen wir noch mal auf die Hochzeit, meine Liebe. Ihr hattet eine wirklich tolle Idee. Denn viele Gäste sind immer... Hallo! Viele Gäste kommen zur Hochzeit und haben immer irgendwie die Frage, was könnten wir schenken? Ja. Und ihr hattet eine tollen Gedanken. Was habt ihr gemacht? Ja, das stimmt. Also wir haben uns überlegt, so mit Geschenke, nee, komm, wir machen was Sinnvolles. Wir haben um Geldspenden gebeten und da ist eine ganz, ganz tolle Summe zusammengekommen, nämlich 6.200 Euro und wir wollten da ein bisschen zu beitragen heute. Und ich fand aber die Summe, so ein bisschen... Das ist wahnsinnig viel Geld, aber ich dachte, komm, wir runden auf 10.000 und ich hoffe, dass es... Wow! Ja. Wow! Dass es gut ankommt und dass da ein bisschen geholfen wird mit dir. Das ist ein großartiger Auftakt, meine Damen und Herren.